herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground. Okay, wir haben ein bisschen Vinyl nochmal freigeschaltet jetzt nach dem Rennen. Auch noch ein bisschen was vor uns. Und heizen dann jetzt hoffentlich mal erfolgreich auch dieses Mal durch. Obwohl jetzt ja nicht mehr viel passieren kann. Ich muss sagen, die sehen mit dem Body geht aber echt cool aus, die Wagen. Sehr rennwagenmäßig tatsächlich. Das muss man euch lassen. Ich meine, ich gewinne zwar, aber hey, cooles Bodykit. So, hier können wir uns ja auch ganz gut durchquetschen. Du stehst halt einfach mal auf der Straße, das ist echt toll. Ich. Mein Vater heute auch schon erzählt, dass er meinte, dass er umgefahren ist, hat er irgendwie auch einen gehabt, der die ganze Zeit irgendwie 5 oder 10 km/h langsamer gefahren ist als Mindestgeschwindigkeit, also Höchstgeschwindigkeit. Auch immer sehr nervig. Gut, darauf war, dass hier nicht allzu viel passiert. Ja, Glück gehabt. Das sind sogar 4 Runden, sehe ich gerade. Beim letzten waren das auch schon 4 Runden? Hm. Aber wie ihr gemerkt habt, ich bin da ja gerade die letzten Folgen nicht mehr so ganz aufmerksam, wie viele Runden gefahren wurden. Wie viel noch zu fahren sind. Hauptsache irgendwie durchkommen. Ach, es ist hier mittlerweile auch Autoverkehr. Hm. Und ich muss noch zweimal hier durch. So, ja. Viel Vorsprung haben wir gerade nicht mehr. Glück habe ich hier. Ja, Glück. Was die Wagen angeht. Oh, du fährst dich im Gegenverkehr. Okay. Keine Entscheidung. Ja, war wahrscheinlich auch die bessere. Ah, ich habe es noch einigermaßen abfangen können. Gut zu wissen. Glück steht jetzt hier auch keiner mehr. Fuck. Wie gesagt, der LKW war wieder genau da, wo ich hin wollte. Rechtstrich musste. Ich habe auch hier noch einigermaßen abgefangen. So. Aus. Jawohl. Immer einen, wo ich dann gerade drüber springen kann. Ne, ich riskiere es tatsächlich nicht. Einmal kurz überlegt, aber nö. Also, du bist auch wieder bei uns auf der Linie, oder? Hallöchen. Hallöchen. Andererseits, wie gesagt, ich muss es ja nicht mehr gewinnen. Von daher werde ich jetzt ja auch nicht mehr neu starten. Reicht, wenn ich hier den zweiten oder dritten Platz mache, glaube ich. Da spare ich mir lieber die Zeit gerade. Ah, es reicht ja sogar noch. Oder?
Ja, ganz knapp. Ha. Ah, und jetzt haben wir auch den Honda. Mhm. Okay, lass uns den Honda doch mal anschauen. Civic nicht. Gelb-Gelb zurück. Wäre aber besser, oder? Nee. Ich verliere eine Beschleunigung. Okay. Alles klar. Okay, Drag Rundkurs K.O. Mhm. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Oh, es ist aber nur ein Gegner. Mhm. Vielleicht ist das sogar gut. Weil wenn der sich halt irgendwo fetzt... Wir haben Gegenverkehr. Wir haben aber auch ja. Strecke, wo ich sehr rumfahren muss. Bleibe auf jeden Fall rechts. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ne, das ist nicht sinnvoll. Zumindest noch nicht hier. Okay, wieder ein Drag-Rennen, wo wieder sehr viel schief gehen kann und auch sehr viel schief geht dadurch. Heilige Witzka! Fahr rüber, bitte! Okay, jetzt habe ich zumindest mal die Strecke geschafft. Hier dieses, dass mir jedes Mal die Dings wegfallen. Das ist halt nervig. Wieso ist jetzt wieder Mist im Weg? Ja, es ist halt hier dieses Hangtime. Ich kann mich nicht auf Schalten konzentrieren, weil zu viel anderes Zeug hier ist. Aber dich hat es zerlegt. Okay, gut. Ja, diesmal habe ich halt ausnahmsweise mal Glück gehabt. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch mal ein paar Versuche gebraucht. Wahrscheinlich hätte ich ja noch, glaube ich, nach zwei, drei Versuchen dann wieder die Ersatzteile rausgenommen. Okay, also 3 Dachspoiler. Direkt mal draufpacken.
Ne, Dachspoiler waren es ja. Ja, ich glaube, die Blizzards sind ganz witzig. Nehmen wir die mal mit. Okay, da haben wir noch den Rundkurs als nächstes. 6 Stück. 6 Runden, die können sich auch nochmal ordentlich ziehen. Aber ja, ich glaube, dann sind, glaube ich, 6 oder 8 dürften dann wirklich das Maximum sein. Was wir hier an Runden haben. Und halt auch die Frage, wie groß diese Strecke hier ist. Schauen wir doch mal. So, aber erstmal hier Vollgas geben. Ja, scheint doch ein bisschen was zu sein. Da muss ich das nächste Mal eher links fahren. Wundert mich, dass die denn in die Abkürzung hier noch gekriegt haben. Na, es hat den zumindest ein bisschen mehr aufgehalten als mich. Dafür hat sich das schon mal gelohnt. Okay, das sind große Runden. Das sind echt große Runden. Ganz klar. So, hier gleich links. Wir haben Vorsprung, cool. War gerade ein bisschen irritiert, weil ich neben mir was gehört habe mit dem Kopfhörer. Aber das war wahrscheinlich dann irgendwas von dieser Baustelle oder so. Gar Glück gehabt. Gut, jetzt hätte ich die Abkürzung auch nehmen können. Tatsächlich. Ah, und dann haben wir auch direkt schon dahinter die Ziellinie. Okay. In Ordnung, es ist doch nicht so lang die Strecke, wie ich dachte. Was war das andere? Ich glaube, nochmal K.O.-Rennen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sollte man dann, glaube ich, auch noch in die Folge reinpacken können. Dann wird es mir zumindest nicht so sehr. Okay, gut. Langsam habe ich die Strecke raus. Das mit der Gegend trifft, um es stylischer aussehen zu lassen. Obwohl das aber überhaupt nicht geplant war. Okay, ja, die geht doch ganz gut, die Abkürzung. Gerade hier vor dem Ende der Runde ist die, glaube ich, nicht verkehrt. Autsch. So, ja, genau. Strecke habe ich, glaube ich, jetzt einigermaßen im Kopf. Passt. Gut, danke Abkürzung. Okay, da kommt jemand etwas näher ran, sehe ich gerade. Dann muss ich jetzt wieder auf Fullgeschwindigkeit bauen. Einmal Abkürzung wieder. Okay, du kommst wieder etwas näher. Ist in Ordnung. Wird schon reichen. Vorletzte Runde. Hm.
wo du dich vielleicht irgendwie in den Gegenverkehr packen können oder so, oder wo du einen Unfall baust. Weil die anderen sind ja, glaube ich, auch ein gutes Stück weg. Ja, sind sie. So, ja, wie gesagt, hier ist wieder so ein bisschen frickelig alles. Aber geht, ja, okay. Wenn ich lange oder weit genug runterbremse. Aber das ist nicht mal eine Abkürzung, das ist ja tatsächlich einigermaßen offiziell zu sein, der Weg. Und wir haben wieder Vorsprung. Gut, du hast dich wahrscheinlich irgendwo zerlegt. Das ist gut. Das ist doch schön. Dann ab in die letzte Runde. Und dann können wir gleich das letzte. Ich hoffe mal, das werden keine langen Runden. Mit dem Turnier. Das ist mit der Zeit noch einigermaßen hinaus. So. Ich glaube, da dürfen wir auch schon mehr oder weniger die Hälfte haben. Von daher. Das sieht gut aus. Ja. Ja, schöne Strecke eigentlich. Mag ich. Kommt gut mit zurecht. Das kommt nicht häufig vor hier. Ich glaube, ich habe den Wagen auch mittlerweile wirklich so gut, dass es sich gut fahren lässt und halt auch mal reagiert. Schnell und passend. So. Vinyl, Geld, Kurs und Fünfter. Okay, jetzt geht's doch so langsam. Na gut, wir haben ja nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel Rennen. Geht's doch langsamer voran. Ja, das sage ich. K.O.-Rennen sieht sich relativ lange aus. Na gut. Dann wird es eventuell ein paar Minütchen länger, die Folge. Oh, noch ein Eclipse. Mhm. Alles klar. Oh, was tut denn da? Nichts ist auch an zu shiften wie bei Driver. So. Ich fahre tatsächlich außen rum gerade. Ich glaube, das hat echt nicht viel ausgemacht. Die Möglichkeit, mich da oben zu verhängen, um hängen zu bleiben, ist dann doch relativ hoch. Nein! Auto. Ah, da hätte ich auch hier reinfahren können. Alles klar. Zu wissen. Ja, lange Strecke. Tatsächlich. Na gut, dann wird es halt 2-3 Minuten länger, die Folge. Oder ich verhause halt. Muss eh neu starten. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Aber hoffen wir doch mal das Beste. Verkehr auch jetzt nicht so einfach auszuweichen. Ja, ich glaube, ich sollte hier nicht allzu viel rumspielen. Nicht, wenn die so nah hinter mir sind. Gut, aber ich glaube, jetzt habe ich die Kurve einigermaßen noch ein bisschen mehr bremsen. Und dann sollte das mit der Kurve auch ganz gut funktionieren. Wie gesagt, dieser Verkehr ist so ein riesiges Hindernis. Na gut, wir kriegen das, denke ich, noch hin.
Zumindest werden wir jetzt nicht letztes, das ist alles, was wir brauchen. Da müssen wir dich halt jetzt in der letzten Runde noch holen. Ich glaube, wenn ich jetzt voll auf den Kuh gegangen wäre, hätten das... Na, wäre knapp geworden. Schade, das hatte ich nicht so sehr rausgehauen, wie ich gehofft hatte. Aber gefühlt, glaube ich, schon ein bisschen gestoppt. So, na gut, notfalls, wir haben noch Nitro. Allerdings ist die Reststrecke auch nicht so, also gerade die Strecke vor dem Ziel, nicht so wirklich Nitro-freundlich. Aber immerhin kommt mir jetzt hier nichts in die Quere. Ja, sollte reichen. Das war tatsächlich, nicht so effektiv, merke ich gerade. Das schon. Na gut, wenn nicht, dann jetzt hier. Okay, ja, die 2 Minuten. Sieh mal eine an. So, gut. Bisschen Glück mit dabei, bisschen Pech mit dabei. Passt, würde ich sagen. Okay, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.